Oh Gott. Aua. Wow. Willst du mich rollen? Das ist wieder der gleiche Kano. Come on, ey. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Diesmal als Zera, und zwar zusammen mit Magnus. Wir spielen heute gemeinsam auf dem Horde-Test, in der Hoffnung, dass wir halt einen infizierten Dinosaurier treffen. Denn man kann zum Zombie werden, wenn man halt gebissen wird von denen und dann stirbt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen finden, ist sehr, sehr gering. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass viele Lags und Rubberbandings und sowas sind, weil die Server laufen echt nicht so stabil auf dem Horde-Test. Also wundert euch da nicht. Bei mir gibt das hier Punkte, Magnus. Bei dir nicht? Was isst du denn gerade? Lunge. Oh, da war aber nicht viel dran. Hast du die Steps? Über uns ist was. Die anderen Gallis vielleicht. Soll ich hier den Rest auch noch essen? Ja, lass das mal zusammen essen. Ich habe ja auch nichts im Magen. Gleichzeitig. Knochen sind sehr gut sogar für uns. Ja? Ja. Die geben alle drei Diäten. Oh, du bist ja schon echt angeschlagen, oder? Ja, ja, es war ein harter Kampf. Einfach alles essen, was hier liegt. Wir müssen halt jetzt weitergehen und mehr essen, ne? Aber wieso? Oh, es geht ja voll schnell runter. 46 nur noch. Ja, ja, genau. Das ist halt, weil wir wachsen. Das haben die halt geändert. Also du wächst halt jetzt voll schnell, aber der Mageninhalt wächst halt nicht mit. Und dadurch werden halt auch die Diäten und alles weniger. Und du musst dann ganz schnell wieder essen. Also meine Diäten sind alle 15, 18 Prozent, 14. Genau, aber die gehen halt alle wieder runter. Also wir müssen jetzt gleich direkt weiter, wenn du ein bisschen geheilt bist. Und ja, das nächste Essen suchen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas richtig Großes finden und uns vollfressen, können wir halt bis zu 300% Wachstumsboost kriegen. Krass. Oh, da läuft was. Oh, ich wurde gepounced von einem Raptor. Ich glaube, ich kann dir nicht helfen. Ich bin immer noch solo. Nee, ist alles gut. Die haben sich schon übergeben. Der ist halt hier auf dem Baumstamm, der Raptor. War auch ein Pachi, ich weiß nicht, ob der weggekommen ist. Ich mal. Kleiner oder was? Ja, sind beide klein. Oh, wenn ich rieche, sehe ich sogar noch ein S oben. Oh ja, da können wir auch hingehen, wenn du willst. An den Raptor komme ich halt gerade leider nicht ran. Und irgend so ein Kotz-Symbol oder so? Ja, ich habe den zum Kotzen gebracht hier. Weil es irgendwie in die andere Richtung von dir. Also, da wo das S ist, da ist ein Kotz-Symbol. Kommt halt echt nicht an den Rand, der ist halt auf so einem Baumstamm drauf. Schade, schade. Ja, sollen wir zu dem S gehen? Denk jetzt hier rum zu lungern, bringt ja nichts, oder? Ja, wenn ich dabei weiter heile, eigentlich ja schon, ne? Ja. Hier ist halt Blut sogar. Ich weiß nicht, ob das von dem Raptor ist. Ich glaube, der Raptor ist hier lang geflüchtet. Der geht da auch, glaube ich, gerade hin. Vielleicht können wir den absnacken. Ja. Ja, der ist hier. Ist ja auch die Babyzone. Ja. Der rennt zu dir. Der rennt genau in deine Richtung. Was leckt bis. Oh nein. Oh Gott, ich bin stuck. Oh, ich komm raus, okay. Kommst du nicht mehr raus? Nee, ist alles gut. Alles, alles gut. Wo ist denn? Der ist leider geflüchtet. Ist halt so eine ganz kleine Leiche, die esse ich mal eben. Aber das S, da können wir gleich nochmal gemeinsam snacken, wenn du willst. Ja. Hörst du ihn? Ja. Ja. Das sind Gullis, die sind auf dem Felsen drauf. Ach, das sind die wahrscheinlich, die ich eben auch schon getroffen hatte da. Die sind ausgewachsen, ne? Ne, die sind nicht ganz groß, aber da kommen wir ja nicht ran. Die sitzen halt da oben auf dem Stein. Ja, lass du die Keule hier runter. Ja. Das war sogar ein Croc gerade, hast du gehört? Ja. Aber Mini-Croc, das kann uns nix.
kommen wir nicht mehr hoch. Oh nee. Was ist das jetzt machen? Das kann nicht wahr sein. Doch, mit Sprint. Stuck. Wir brauchen halt auch diese Bakterien, ne? Also dieses grau hinterlegte bei deinem Bauch. Das habe ich zur Hälfte. Ja, wenn die voll sind, ist richtig gut, weil dann verteilst du halt mehr bei Bissen und dann übergeben die sich schneller. Hi, schreibt er. Das ist ein anderer Cerato. Wollen wir friendly machen? Bringt uns nichts, wenn wir den essen, oder? Also können wir eh nicht. Ja, doch, wir sind Kannibalen, das ist eine Diät. So. Was machen wir jetzt? Antworten wir ihm? Ey, wir haben schon so wenig Essen, ich würde mich nicht anfreunden mit dem, er soll bloß wegbleiben. Oder? Ja. Da haben wir noch ein Maul, was wir mehr stopfen müssen. Ja. Wir haben ja schon so Futterprobleme. Nee, kann ja woanders hingehen. Er muss ja nicht zu uns kommen. Wird auch ein kleiner sein wahrscheinlich, oder? Ja. Ich würde ihn halt nicht direkt wegsnacken und angreifen. Ich würde halt einfach nicht antworten und den böse callen oder so. Das war ein Galli. Ja, ich sehe. Greift ihr jetzt an? Versucht hoch zu springen. Wo sind die? Hier ist einer. Ja, ich sehe ihn. Rennt hier weg. Die sind beide hier. Pass auf, die kicken uns halt. Hinter dir wollte er gerade treten. Ja, Mist, ich hab halt kaum noch Mageninhalt, ne? Der hat Panik. Der panikt. Oh, von hinten? Der andere kommt wieder. Ne, der andere hilft ihm. Oh nein. Ich glaube, wir müssen gehen. Ich bin schon relativ low. Ich glaube, die bluten auch gut, ne? Oh, er leckt weg. Die sind halt sau schnell, ne? Es ist echt gefährlich. Ich habe wieder ein, zweimal gebissen gerade. Warte, hier am Stein gesessen. Ja, perfekt. Einer hat schon gekotzt hier. Ja, das ist gut. Zwei sitzen auf dem Stein, ne? Der eine ist hier irgendwo noch. Ja, der eine rennt da rum. Er versucht wieder hochzukommen. Bin hinter dem. Ist auf dem Weg abzusteigen, hab ihn gebissen. Sehr gut. Er ist oben auf dem Stein. Er hat auch gekotzt, glaube ich, gerade. Ja, wir können ja mal riechen, ob wir Kotze riechen. Ich habe halt gar keine Nahrung mehr. Wir kommen halt an die Richtung ran, ne? Oder kommen wir da hoch? Doch. Oh, nice. Pass auf, der kommt von hinten. Boah, ich bin aber auch schon rot sehr, ne? Ich bin auch schon sehr angeschlagen. Er ist auch gut getroffen. Hinter dir? Gott, ist das ein Fight. Mein Magen ist gleich leer, ey. Wir müssen unbedingt was erlegen. Wo sind die? Ich weiß es nicht. Ich riech. Brauch halt Nahrung. Ich riech die Kotze. Ich auch. Hier ist eine Keule, lass mal kurz dahin. Zwei Keulen. Ich bin auch rot halt, ne? Ja, wir sterben sonst an Essen. Ah, so ein Mist, ey. Oh mein Gott. Ich bin halt wirklich kurz vorm Tod, Magnus. Ich bin die Re-Killer-Maschine, Magnus. Das ist geil. Ah, hier ist.
Okay, ich hab Stamina voll, ich komm jetzt mal, ne? Ja, du kannst gleich riechen, auf der Wiese liegt halt noch ein Reh. Okay. Ja, isst du dich erstmal voll. Wie viel hast du jetzt aktuell? Jetzt, also, dieser Zipfel links unten ist jetzt voll. Ja, dann weiter. Es ist alles weg. Vor mich fliegen Vögel. Ja, dann weg. Die greifen an. Oh ja, die sind auch bei mir. Was machen die? Was wollen die? Die attacken. Warum? Wir waren in deren Territorium oder so. Ich glaube, die wurden überarbeitet. Die vertreiben einen, glaube ich. Die fliegen immer noch hinterher. Die auch? Wir auch. Ah, jetzt haben sie abgelassen bei mir. Ich bin weit genug weg. Okay, sehr gut. Oh Gott, ich bin ein Stück Klippe runtergefahren. Ich glaube, du musst auch nur bis zu mir und dann lassen die bestimmt ab von dir. Noch sind sie da. Ja, ich seh's. Ich glaub, sie sind weg. Nee, die sind noch da. Ja, bei dir sind sie auch noch da, oder? Nee, bei mir sind die nicht mehr da. Boah, die wollen nicht richtig. Ich jag jetzt die Vögel. Kann man sie töten? Weiß ich, glaube ich nicht. Oh, Alter, wie weit wollen die dich jagen? Ist verrückt. Ab zum Strand. Hey, die sind ja richtig aggro. Geht weg! Dumm! Soll ich untertauchen? Das geht ja auch nicht. Ich kann die auch nicht totbeißen. Was wollen die denn? Gar keinen Sinn, das ist umgepackt, sag ich. Hier, unter diesen Stamm. Vielleicht schütze ich das ein bisschen. Hä, was ist denn das? Das Schützen. Das hatte ich im Stream halt auch schon mal. Ja, aber die sind auch bei dir jetzt. Die sind nicht bei mir. Die greifen dich gerade an. Ich greife nichts an. Wie, dich greift nichts an? Ne, die sind bei dir, bei mir. Bei mir sind die um dich. Echt? Ja. Okay, dann ist doch alles cool. Dann können wir doch reggen. Sieht aber lustig aus. Du bist jetzt der Hüter der Pterodactylus oder wie die heißt. Das sind jetzt unsere Freunde, Magnus. Ja. Haustiere. Flattern die bei dir auch gerade rum? Ja, und machen Geräusche. Ja, witzig. Ein Herrera ist das. Was ah, ja. Guck mal da oben. Ja, ich seh's. Oh mein Gott, ich bin angegriffen. Noch ein Herrera. Ich bin erschrocken, Digga. Nee, das ist ein Dilo. Wo ist der hin? Läuft hier rum, hinter dir. Ja, hab ihn gebissen. Er hat sich übergeben. Dumm ist er denn? Er hat sich direkt zweimal beißen lassen von mir. Das ist direkt am Ufer hier. Kann das schnell essen? Nee, ich zieh das ein bisschen weiter weg. Was ist denn das? Ein Teno ist das? Hat der noch Gedärme? Nee. Nee, einfach essen. Ist ja trotzdem Diät, ne? Ja. Der hat gut satt gemacht, ne? Ja. Oh, Herrera. Wo? Ja, das war klar. Was soll er mal machen? Regenfreie Zone, ich renne rein. Ich kann das nicht mehr, Magnus. Diesen lauten Regen. Oh. Ich muss kurz, Hey, ist eine unsichtbare Wand. Das sieht gerade schon echt cool aus. Ja, der Tunnel ist eh nice. Macht mal Nachtsicht aus. Komm, wir greifen an. Rechtsklick gedrückt halten, kurz davor. Nice, haben direkt zweimal gehittet. Fokus den kleineren. Ja. Ist noch ein kleiner. Autsch, hab ich auch gekickt. Boah, der Kleine hat mich gekickt. Wie viel Schaden macht das? Also der Lag ist halt krass, ne? Mit den Kicks. Hier ist noch ein ganz kleiner. Aber ich komm dir lieber helfen. Der ist einer, ist da oben im Busch irgendwo, ne? Ja. Wie ich hier festhänge an dem.
Ach, einer läuft hier unten weg, der Kleine. Ja, dann hinter den Kleinen her. Fokus auf den Kleinen, ja. Ich komm mit. Ja, die wollen halt weg, ne? Die wollen weg. Hey, er kommt zurück. Hey. Hast du ihn gehittet? Ja, paar Mal. Nochmal. Der Große ist hinter dir. Immer auf den Kopf gehen, ne? Die Hinterseite ist ja immer schlecht. Wo ist denn der Kleine? Ich suche den Kleinen. Weiß nicht, ja, chase den mal. Der Große ist halt noch bei mir. Den Großen nochmal gehittet. Komm auch mal rüber zu dir. Kann ich mehr attackieren? Warum nicht? Links funktioniert nicht. Ja. Geht nicht? Doch, jetzt geht's wieder. Ich finde die Blutspur nicht. Oh, ich wurde umgekickt. Oh nein. Komme. Oh, ich hab richtig kassiert. Ich bin low. Ich muss eben wegrennen, Markus. Wurde umgekickt. Ja. Oh, du auch? Oh nein. Ich blute auch übel und bin low. Zurück? Ja. Aber ich glaube, wir müssen den fighten. Der ist halt schneller, ne? Oh ne, der lässt uns. Wir gehen, wir gehen. Doch, er kommt. Warte. Oh mein Gott, ich verliere viel Blut. Ja, dann fighten wir ihn. Gehittet. In zwei Seiten müssen wir. Ja. Hat der überhaupt schon gekotzt? Ich glaub nicht, oder? Ich glaube, ich werde sterben. Oh. Doch, er hat gekotzt gerade, glaube ich. Okay. Du hast nicht Spaß? Nee, wir können nicht kotzen. Boah, es ist so laggy, ne? Ich hätte ihn aber gut im Kopf eigentlich. Ich blute halt richtig stark. Ich muss kurz stehen bleiben. Ich auch. Tot. Ja, ich gehe jetzt auch all in, bevor ich verblute. Ich verblute halt gerade hart. Ja. Kurz vorm Sterben. Ja, ich bin auch tot. War aber kurz vorm Verbluten. Ich musste jetzt all in fight. Ja, wären wir groß gewesen, hätten wir den gekriegt. Safe. Ja. Schade. Scheiße. Ich habe dann alleine noch einen weiteren Versuch gestartet, denn ich wollte unbedingt mal einen infizierten Dinosaurier finden und mich selber infizieren lassen. Deswegen bin ich sogar diesmal auf den NA-Server gegangen. Da ist zwar der Ping höher und damit haben wir halt mehr Lags. Aber es soll halt hier mehr Infizierte geben. Ich habe auch relativ schnell einen Rudel gefunden. Und mit diesem habe ich so ziemlich alles aufgefressen, was in der Umgebung zu finden war. Ich als kleiner Racerato konnte sogar einen Carnotaurus überraschen und überwältigen. Was macht er? Leider habe ich auf meiner Reise keinen einzigen infizierten Dinosaurier getroffen und nach haben sich dann auch meine Gruppenmitglieder ausgelockt. Ich war dann am Ende allein, aber ich war vollständig ausgewachsen und habe mich dann auf die Jagd begeben. Oh, da vorne ist noch ein Theno. Aber wieder ein sehr kleiner. Ich würde den jetzt, glaube ich, mal nicht angreifen und hoffen, dass was Größeres kommt. Lass den mal essen. Vielleicht kommen ja gleich die Eltern noch. Oh, da vorne tut sich was. Das ist, glaube ich, ein größerer mit Kind. Das könnte jetzt spannend werden. Warte nochmal einen Moment ab. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Wobei, jetzt greife ich an. Bester Moment. Der hatte sogar gerade eine Blume im Mund, das war richtig perfekt. Aber wir spielen es ruhig. Der hat ja gerade gekotzt.
Also jetzt schön langsam, keinen Hit kassieren. Wir sind gerade im Vorteil. Na, er wird gerade aggressiver. Ich glaube, er ist in Panik. Oh, er will da hoch. Ich darf ihn da nicht hochlassen. Ich versuche mal, seinen Schweifhieb nochmal rauszubaiten. Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn da gehittet habe. Ich glaube nicht. Das klappt ganz gut mit dem Baiten. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn treffe. Irgendwie kriege ich gerade kein Feedback. Wie gesagt, es ist halt NA-Server. Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Ping ist. Aber ich muss ihn doch hitten, oder? Bin eigentlich ziemlich gut drauf bei mir. Er hat mich jetzt auf jeden Fall getroffen. Der sieht schon angeschlagen aus. Ich hoffe halt nicht, dass der gleich irgendwie Verstärkung bekommt oder sowas. Er macht gerade nichts mehr. Ist das eine Falle oder lockt er gerade aus? Oh Gott. Da bin ich fast drauf reingefallen. Er will flüchten. Okay, wir haben ihn nochmal getroffen. Ja, das mit dem Wasser ist hier ein bisschen blöd. Dann kann ich mal eben einen Schluck trinken. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Ich will jetzt eigentlich keinen Hit kassieren. Der will mich nicht rüberlassen. Der kleine Frechdachs. Aber ich muss halt gleich rüber. Oh, da hat er mich gehittet. Und er geht wieder auf die andere Seite. Ah, das ist so frech. Aber smart von ihm. Sehr, sehr smart. Ich kann ihn halt so fast gar nicht hitten. Ich habe ihn geblockt. Oh nein, er hat mich umgekickt. Oh, das war ein spannendes Finale. Aber ich denke, ich werde jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Es war ja ein cooler letzter Endfight. Man muss ja auch nicht immer sterben, ne? Geh jetzt hier in die Ecke, schreien doch mal für euch. Und bedanke mich schon mal vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.